Hier haben wir eins der Objekte, die man sich immer wünscht bei so einem Thema, weil es gibt tatsächlich ein Gemälde von einem Hamburger Künstler aus dem 17. Jahrhundert, der Bier gemalt hat. Wenn man einen Brauer fragen würde, was er dazu meint, dann würde der sagen, das ist wirklich ein ganz ausgezeichnetes Bier, rein von der Optik zumindest. Schmecken können wir es ja leider nicht. Für dieses Objekt hier war zum Beispiel, das ist eine Leihgabe von der Hamburger Kunsthalle, dass wir zum einen natürlich die konservatorischen Bedingungen hier einhalten, gerade was das Licht anbelangt. Es sollte schön ausgeleuchtet sein, dass die Betrachter das sehr gut sehen können und vor allen Dingen sollte es auch die richtige Farbechtheit des Gemäldes wiedergeben. Hier sind alle Dinge, die wir von so einem Ausstellungsobjekt haben möchten, sehbar machen möchten, eben gegeben und ich denke, hier ist das sehr perfekt ausgestellt und ausgeleuchtet. Also man sieht eben sehr schön hier, wie das Glas hier gezeichnet ist, wie das hier dieser oberen Lippenrand reflektiert und wie man tatsächlich hier unten noch diesen Einstich sieht vom Boden des Glases. Also ganz toll, wie der Künstler es verstanden hat, diese Transparenz der Flüssigkeit wiederzugeben. Diese Stillleben gehören zu diesen Vanitas-Stillleben. Das heißt also, das sind Bilder, die Vergänglichkeit des eigenen Daseins reflektieren sollen. Deswegen gibt es immer, die Brötchen sind aufgebrochen und aufgeschnitten, das Bier ist halb ausgetrunken. Das soll den Betrachter immer vergegenwärtigen, auch du bist endlich, dein Dasein hat ein Ende irgendwann und so wie auch diese Gegenstände hier auf dem Gemälde. Das ist sozusagen die Interpretation des Stückes selbst. Ne?